Im Geschlecht wieder die Natürlichkeit hattest du zwei Begriffe angeführt. Da fallen die mir momentan nicht ein, aber es ging um einen biologischen und einen soziologischen Begriff für Entwicklung. Meinst du Habitusbegriff und Genau. Embodiment-Ansatz? Genau. Okay. Die Begriffe sind eigentlich heute in sozialwissenschaftlichen Arbeiten zumindest geläufig. Also Habitusbegriff quasi als geronnene Lebensgeschichte. Also ein Mensch eignet sich, also wächst in einer konkreten Umgebung auf und lernt die Sprache der umgebenden Menschen, lernt sich in einer begrenzten Wohnsituation zu verhalten und ähnliches. Und es sind auch einzelne Verhaltensmerkmale in solchen Gruppen sozusagen dann auch auffällig, die sich dann als geronnene Lebensgeschichte zeigen lassen. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass jetzt ein Mensch allein durch diese umgebenden Bedingungen dann schon vordisponiert wäre, dass also dass keine Individualität dann mehr möglich wäre. Also das als eine sozialwissenschaftliche Theorie von Pierre Bourdieu. Und andererseits von Anne Fausto-Sterling wurde der sogenannte Embodiment-Ansatz sehr stark vertreten und auch entwickelt. In dem Sinne gerade in der Neurobiologie auch verbreitet, dass eben davon ausgegangen wird, dass nicht irgendwie Geschlechtsunterschiede schon in das Gehirn eingeprägt werden, also bereits von Geburt an oder sogar noch vorgeburtlich dort vorhanden wären, sondern dass diese sich erst durch Erziehung und Erfahrung ausprägen, also beispielsweise, wenn ein Kind mehrere Sprachen gleichzeitig erlernt, sich das selbstverständlich in die Ausbildung von Synapsen, also von Gehirnstrukturen, dann auch einprägen muss, beziehungsweise wenn ein Kind lernt, beide Hände synchron zu verwenden, beispielsweise um ein Musikinstrument zu spielen. Also dass sich solche Lern- und Erfahrungsprozesse auch in das Gehirn einschreiben. Also eigentlich eine relativ offensichtliche Theorie, also die zumindest auf dem heutigen Stand der Wissenschaft, von der man ausgehen muss. Aber bis heute halten sich nach wie vor solche Theorien, dass es vermeintlich natürliche Unterschiede zwischen den Gehirnen von Frauen und Männern geben würde, was allerdings tatsächlich nicht gezeigt werden konnte. Also da gibt es recht schöne Aufsätze, einer im Internet verfügbar von Sigrid Schmitz, wie kommt das Geschlecht ins Gehirn? Und dann gibt es noch ein sehr schönes Buch von kritischen Neurowissenschaftlerinnen, die sich eben gerade mit solchen sehr populären Arbeiten der Gegenseite dann auseinandersetzen und die, das heißt in etwa, warum Frauen glauben, dass sie nicht einparken können und Männer ihnen immer recht geben werden über Unterschiede, die gar keine sind. Und das wurde herausgegeben von Kweiser, Pohl und Jordan. Das ist dann natürlich sehr niederschmetternd für manche falsch zugewiesenen Frauen und Männer, die so argumentieren, dass Mensch anhand der frühkindlichen Hirnstruktur ihr wirkliches Geschlecht bestimmen könne. Oder allgemeiner, dass man am Gehirn eine Geschlechtszugehörigkeit erkennen könne. Also ich würde solchen Theorien nicht anhängen, also dass irgendwie solche Sachen schon biologisch, biologistisch dann an dieser Stelle vorgegeben werden, sondern ich möchte eher tatsächlich emanzipatorisch dafür argumentieren, dass wir von einer Individualität und Vielfalt von Geschlecht ausgehen müssen, in denen auch verschiedene Präferenzen angelegt sind und selbstverständlich, dass keineswegs an physischen und physiologischen Merkmalen festzumachen ist, ob jemand Frau oder Mann ist, sondern sehen eben sehr unterschiedliche körperliche Merkmale auch mit dem jeweiligen Frausein zusammenhängen können, beziehungsweise mit dem jeweiligen Mannsein. Also ich würde versuchen, gerade eben tatsächlich, also eine Argumentation tatsächlich anders aufzuziehen. Dennoch finden solche Argumentationen in der Emanzipationsbewegung durchaus einige Unterstützung, beziehungsweise gibt es in den entsprechenden politischen Gruppen dann auch sehr viel Streit darüber. Das ist sowohl in der Schwulenbewegung der Fall gewesen, wo dann auch teilweise eben mit einer Natürlichkeit der Homosexualität argumentiert wurde und andere Leute dann eben gerade für eine Sozialität der Homosexualität argumentiert haben, also dass jeder Mensch sich erst so entwickeln würde. Aktuell kommen noch ganz andere Punkte auf, die eben gerade deutlich machen, dass diese
also die eher in den Blick nehmen, dass eine Fokussierung auf Eindeutigkeit und Wahrheit, die gar keine Möglichkeit mehr für Uneindeutigkeit lässt, die keine Möglichkeit mehr lässt, sich individuell zu verhalten, eben gerade ein Modernisierungsphänomen der europäischen Moderne darstellt, also in anderen Gesellschaften so nicht vorgekommen ist und also da durchaus auch in Bezug auf Sexualität andere Punkte in den Blick kommen können. Und in der Trans-Szene, Trans-Stern-Szene oder Stern-Szene dann zeigt sich auch eben durchaus eine durchaus sehr gespaltene Diskussion. Einige führen wiederum auch biologische Argumente mit an, andere betonen gerade eine soziale Komponente und insofern tatsächlich jeweils ein sehr ausgeprägter Streit. So aus einer politischen Perspektive heraus würde ich sagen, eben gerade emanzipatorisch damit zu argumentieren. Es ist nicht vorgegeben, es ist nicht unabänderlich, sondern Menschen werden sozusagen ganz individuell, ganz vielfältig, anhand auch ihrer eigenen Erfahrung, bietet mehr emanzipatorisches Potenzial in dem Sinne, dass Menschen tatsächlich ihren Möglichkeiten, also gleichberechtigt in der Gesellschaft und an der Gesellschaft Anteil haben können. Weil gerade dieses Argument mit Biologie und natürliches Vorgegebensein von irgendwelchen Merkmalen wurde historisch zumindest und wird auch aktuell beispielsweise von sehr Konservativen angeführt, um die Möglichkeiten von armen Menschen zu begrenzen. Also die seien doch arm, das ist doch ganz natürlich angelegt, ist dann die Argumentation. Oder eben die Möglichkeiten von vielfältigen Geschlechtern auch zu begrenzen, sozusagen auszuführen. Naja, der Mann sei doch sozusagen in dieser herausgehobenen gesellschaftlichen Position, weil er die besseren Merkmale dafür habe und die anderen würden daran nicht heranreichen können. Und deshalb diese biologische Bezugnahme aus meiner Sicht äußerst gefährlich. Ist der Mensch denn jetzt nun bei Geburt eher ein unbeschriebenes Blatt oder gibt es bereits von Anfang an Präferenzen, dass je Mensch wahrscheinlich besser in eine von zwei festgeschriebenen sozialen Rollen hineinpasst? Also lasse ich mich ganz konkret und ganz intensiv auf materialistische und marxistische Theorien ein. Der Mensch, der wird von Anbeginn, also ab Geburt, immer schon in Gesellschaft. Das bedeutet, wenn ein Mensch von Anbeginn nicht ernährt werden würde, nichts zu trinken bekommen würde, würde er schlicht sterben. Das bedeutet, Menschen sind immer schon um diesen Menschen herum und die Kommunikation zwischen dem neugeborenen Menschen und den etwas älteren Menschen ist stets schon ausgeprägt, überhaupt um ein Überleben zu gewährleisten. Das bedeutet irgendwie ein natürlicher Rest, beziehungsweise ein gesellschaftliches von einem natürlichen zu trennen, ist so überhaupt gar nicht möglich, sondern es ist sozusagen eine jeweilige Entwicklung, die stattfindet. Und dabei ist Natur und Gesellschaft geht an diesen Punkten in eins, weil von Anfang an, ab der Geburt, eine Trennung gar nicht möglich ist an den Stellen. An dem Punkt frage ich mich dann, was du von Theorien wie der von Kenneth Zucker hältst, die behaupten, man könne und solle homo- und intersexuelle oder falsch zugewiesene Menschen umpolen mit Therapien, also so wie John Money das auch eher erfolglos vertreten und verfochten hat in der Vergangenheit und die jetzt durch zum Beispiel Kenneth Zucker wieder neu aufkommt und angewandt werden soll. Also, wenn du jetzt konkret auf diese Argumentation zu Geschlechtsneutralität hinaus willst und eben, also jetzt zu John Money beispielsweise, dann als ein Protagonist davon und damit dann, womit dann eben gerade sehr gewalttätige Operationen legitimiert wurden, sowas vertrete ich explizit nicht, sondern da sollte jeder Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt selbst entscheiden können, wie er leben will, beziehungsweise das auch immer ändern können. Also warum muss ein Mensch sich überhaupt immer zu irgendetwas entscheiden? Warum muss alles immer so eindeutig in dieser Gesellschaft sein? Also das dazu meine Bezugnahme, also selbstverständlich, die Operationen, die sich angeschlossen haben, gerade gegenüber intersexuellen Menschen, beziehungsweise Menschen, die dadurch intersexuell gemacht wurden, ja gerade von der Medizin, das äußerst problematisch und wird ja auch als äußerst gewalttätig und als äußerst traumatisierend von Menschen, die von solchen Operationen betroffen wurden, dann beschrieben.
Ich möchte da dennoch auch unterlegen, dass die Notwendigkeit oder diese Bedingung für Operationen eben auch gerade durchaus keineswegs in den 1950er Jahren aufkommen, sondern sie basieren eher darauf, dass in einer europäischen Moderne sehr stark verlangt wurde, dass ein Mensch entweder weiblich oder männlich sein sollte, dass unterschiedliche Rechte und Möglichkeiten in der Gesellschaft daran knüpfen konnten und dass es deshalb auch besonders relevant war, Menschen zu untersuchen, und das wurde eben auch ganz bestialisch gemacht, zu untersuchen und auch zuzuweisen, die irgendwie als da nicht ganz passförmig dann irgendwie erschienen sind. Und entsprechend tatsächlich eher dieses gesellschaftliche eindeutig zuordnen, also immer eine geschlechtliche Wahrheit, eine geschlechtliche Eindeutigkeit haben zu wollen, letztlich auch dazu geführt hat, dass immer bessere technische Möglichkeiten eben auch dort eingesetzt wurde. Also vorher kann man feststellen, dass einige Menschen dann teilweise verbrannt wurden. Also wenn man jetzt in die Frühmoderne beispielsweise zurückgeht, bei Uneindeutigkeit. Also insofern, da lassen sich solche Regulationen dann feststellen, die auch sehr bestialisch waren. Und mit neueren technischen Möglichkeiten greift man dann dazu, solche die Gesellschaft direkt im Körper einzuschneiden. Also auch jetzt bewusst diese Bezeichnung so gewählt. Ich halte auch bezüglich also ich möchte tatsächlich stark machen, dass jeder Mensch sich selbst entscheiden können muss. Und ich sehe auch, also ich sehe keineswegs die Möglichkeit, dass irgendwie eine Gesellschaft darauf, also eine Gesellschaft versucht schon an einigen Stellen im Moment noch Einfluss zu nehmen, aber dafür sollte es gar keine, nicht die Möglichkeit geben. Also diese Möglichkeit sollte an der Stelle genommen werden. Also solche Beispiele, wie du jetzt gebracht hast, also dass Homosexuelle und Trans-Menschen dann umerzogen werden sollten. Das wird selbstverständlich nie gelingen, weil eben Menschen sehr individuell sind. Und andererseits ist genau sowas eben emanzipatorischen Handeln vollkommen entgegenstehend.